Ja, liebe Freunde der Freiheit, ich komme mit dem Symbol unserer Zeit, dem Hitlergruß. Und bevor die Staatsanwaltschaft meint, der Fichter kann ja doch Maske tragen, es stinkt. Dieses Symbol der Unterdrückung, der Knechtschaft, muss runtergerissen werden. Ich kann den Arthur Helius ja gut verstehen, ein feinfühliger, feinsinniger Mensch. Man will uns gesichtslos machen. Es ist ein ekliges Pack, was da ist. Ein Pack mit sadistischen Neigungen. Ein Pack, das uns im wörtlichen Sinne den Atem nimmt, das uns ersticken will. Es sind gemeine, niederträchtige, mörderische Verbrecher, die das tun. Was ist das für ein Verbrecherpack? Was ist das für eine Bande? Wir müssen sie alle vertreiben. Damit wir das können, brauchen wir die Einigkeit, das Recht und die Freiheit. Diese Bewegung muss einig bleiben, egal ob sie Querdenken heißt, egal ob sie schwarz-weiß-rot trägt. Wir brauchen diesen Brückenschlag über alle Bewegungen hinweg. Wir brauchen diese Verbindung und wir können uns einen Dissens, einen Streit einfach nicht leisten. Ich will, dass wir gemeinsam diesen Reichstag einnehmen und unsere Freiheit wiedererlangen. Was tut dieses Verbrecherpack? Es sind Sadisten! Das sind gemeine, hinterhältige, niederträchtige Sadisten. Diese Leute müssen spüren, was sie den Bürgern angetan haben. Die müssen dafür bezahlen. Und deswegen muss der Gerichtshof in Nürnberg wieder eröffnet werden. Wir brauchen ein Nürnberg 2.0. Dort müssen sie alle, diese ganze Kamarilla, muss dort sitzen, muss Rechenschaft abgeben und muss bezahlen für das, was sie den Bürgern bis jetzt schon angerichtet haben. Wir brauchen die Einheit, ich sag's nochmal, von Querdenken bis zu den Patrioten. Und deswegen bin ich froh, dass hier auf dieser Bühne auch ein Anselm Lenz angekündigt war, dass ein Ralf Niemeyer angekündigt war, dass ein Dirk Fichtner angekündigt war. Und es wird Zeit, dass wir das parlamentarische System überarbeiten. Es wird Zeit, dass wir die Art der Repräsentativität in diesem Land überdenken. Wir brauchen ein souveränes deutsches Vaterland. Wir als deutsches Volk wollen selber über unsere Belange entscheiden. Wir müssen sie alle packen. Wir müssen diese Amtsleiter packen, die die Menschen in Sonderformen der Haft schicken, Quarantäne genannt, die Menschen verhindern, irgendwo hinzureisen. Wir müssen diese Leute anzeigen, jeden Einzelnen. Den Chef des Gesundheitsamtes in Köln vor die Flinte zu nehmen. Und er muss büßen dafür, dass er 7000 Leute in Privathaft geschickt hat. Und er muss selber in Haft gehen. Impfung. Ein neues Euthanasieprogramm, habe ich den Eindruck. Wie viele Mängel es gibt in der Ärzteschaft. Es ist ein neues Menschheitsverbrechen, was hier geschieht. Und jetzt kommen die Behinderten dran. Bis man die Menschheit dezimiert hat auf die gewünschte Zahl von 500 Millionen oder sowas. Geht auf die Barrikaden! Wenn der Generalstaatsanwalt Herr Brauneisen, ein bemerkenswerter Name, möchte ich an dieser Stelle sagen, das ist doch Vereitelung, Strafvereitelung im Amt. Wir werden euch erdrücken mit unserer schieren Präsenz. Wir werden die Presse stellen, die öffentlich-rechtlichen Sender umstellen, um euch zur Rechenschaft zu bringen, um euch zu einem Bekenntnis zu zwingen. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken,
ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.